Okay, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Lion City und heute machen wir mal mit dem Flughafen weiter. Zumindest hoffe ich, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und wir gehen gerade mit dem großen drei Terminals und... Geil, ich habe kein Geld für das. Machen wir vielleicht zwei Terminals erstmal. Kann ich das später noch upgraden? Drei. Holen wir uns mal gerade schnell einen Credit. Damit wir halt wieder kein Geld haben. Ja, jetzt mit den Umsätzen ist momentan nicht ganz so geil. Ja, ich hätte ihn gern so hier hinten irgendwie. Bam. Alles klar. Schauen wir uns den doch mal an. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Sieht modern aus. Ich muss mal schauen, ob es da noch andere Assets gibt für den Flughafen. Aber das passt. Okay, dann wegen der Anbindung erstmal. Schauen wir, ob wir hier was Cooles haben. Parking Building. Was macht das? Ist das ein Haltepunkt oder? Oh, Tatsache. Ich frage mich gerade. Also Sinn machen wird's ja, ne? Flu sogar. Okay, das müssen wir doch mal irgendwo verwenden. Aber als Haltestation. Es wäre wirklich gar nicht mehr so unrealistisch. Wenn wir so ein Parkhaus haben. Wir machen aber das Licht hier mal aus. Sieht ein bisschen fancy aus. Machen wir zuerst mal die Straße. So eine nehmen. Oder doch ein bisschen breiter. Vielleicht können wir gerade schon mal. Noch näher ran. Sieht irgendwie beschissen aus, gell? Okay, machen wir das mal hier mit sowas. Erstmal. Doof aus. Ja, es geht so. Okay. Das ziehen wir jetzt mal hier so entlang. Können wir das noch ein Stück näher machen? Perfekt. Okay. Und die Anbindung machen wir dann hier über die Straße. Da gehen wir jetzt aber auf Landstraße. Gehen mal mit der hier weiter. Ach, wieso kannst du nicht automatisch hier gerade auf den runden Kreis hier gehen? Das wäre so schön. Schöner Übergang. Machen wir das doch mal so. Kabadabeng. Hier ist jetzt zum Flughafen rein. Und dann schauen wir mal wegen dem Parkhaus. Kann man das irgendwie hier schlau reinmachen? Das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, wie ich das da gemacht habe. Andererseits. Okay. Cool. Dann haben wir jetzt mal hier das Parkhaus mit dem Meckis drin und keine Ahnung, was das hier so ist. Aber wo fährt denn der dann hier rein? Terminals. Eins. Also zwei Terminals. Wo 21 Leute reinpassen. Okay. Kann ich da was konfigurieren? Nö. Kann man die Lichter an- und ausmachen. Was vielleicht nicht schlecht wäre, wäre so eine Wendeschleife. Haben wir da sowas? Irgendwas in die Richtung? Ne, haben wir nicht. Aber ich glaube, bei den Haltestellen haben wir sowas. Nee, leider auch nicht. Keine Wendeschleife. Schade. Traue ich den Mod vermutlich nicht an. Ist ja auch egal. Wir können dann hier... Spiel! Ich brauche kein zweites Parkhaus. Straßen. Dann sieht das blöd aus, wenn ich da so einen Übergang mache.
Naja, das ist nicht gerade das Schönste. Ich würde hier gerne so eine Kurve machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen werde, aber das ist wie so eine Art Wendeschleife. Da lassen wir es erstmal so. Beziehungsweise könnten wir da ein Depot hinbauen. Underground. Zweites Parkhaus. Aber halt unten drin. Ja. Die Texturen sind zwar nicht so meins und alles so ein China-Style, aber warum eigentlich auch nicht? Okay, cool. Schauen wir gerade mal wegen der Begradigung hier. Perfekt. Und dann, welche Linie da es überhaupt Sinn macht. Wir gehen mal mit dem Parkhaus hier. Also wenn der hier da reinfährt, macht es ja nur Sinn, dass er hier in der Nähe von der U-Bahn hält. Straße ist ein bisschen klein hier, gell? Das ist in der Nähe von der U-Bahn-Station. Sollte er vielleicht überhaupt hier gerade noch so einen Kreis fahren? Da sind sie ja fast ein bisschen enforced, dass die mit der U-Bahn fahren. 1, 2. Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir sagen, hier fahren wir Hauptterminal, dann hier so rein, dann da rein, beim Rückfahrer bleibt er da stehen und wieder retour. Aber sie könnten die U-Bahn dann trotzdem nutzen, wenn sie von irgendwo anders herkommen. Und wir haben verdammt viel Industrie. Okay. Machen wir das mal. Einmal so. 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 Und wieder retour. Wie ist da die Route? Ach, der fährt außen rum. Okay. Das nennen wir mal Lion City Flughafen Transfer. Wird dann auch ein Bus sein. Ich habe das gar nicht geschnallt, dass hier eine Straße draußen ist. Das heißt, ah, okay, er biegt dann hier ab, fährt dann da rein. Alles klar. Und was ist, wenn ich sage, Terminal ist da drin? Wie fährt er dann? Oh. Oh. Dann fährt er hier mal alle Ebenen ab. Okay. Ja, so kann man Fahrzeuge auch verschwinden lassen. Das machen wir jetzt mal nicht. Terminal 1. Und das ist Lion City Flughafen Parkhaus. Und er selber. Flugsounds, nice. Okay. Depot, Busse. Was nutzen wir da? Passagier, bitte. Feuerwehrauto. Eigentlich auch noch irgendwie witzig. Ein Mann SL202. Ein Bus nach der VÖV-Richtlinie in der zweiten Generation in neutraler Farbgebung. 20 Leute. Hätte gern so einen englischen Doppeldecker. Das wäre natürlich nur cool, aber. Keinen. Nehmen wir mal den da. Schicken wir mal 4 auf die Strecke. Schauen wir uns den mal an. Moin! Ist eigentlich eine Anzeige da vorne drauf. Lion City Flughafentransfer. Ja, ich hab das aber nicht zusammengeschrieben. Naja, okay. Fährst du jetzt da gerade mal rein? Nee, oder? Schade, ich will immer mit dem Bus mitfahren, der da reinfährt. Er ist bei ihm da. Ja, also die Texturen sind so medium und er kommt da hier kaum um die Ecke. Oder geht sogar noch runter? Ja, ist jetzt nicht gerade eine Grafikpracht. Schaut das von außen aus. Und wo bleibst du stehen? Hier so?
Hallo. Wo bleibst denn du stehen? Ja, da geht's dann so halbwegs mit der Kurve. Oder bleibt er erst hier stehen beim Meckes? Na? Oh, Tatsache, der bleibt hier beim Meckes stehen. Okay. Gut, das wäre dann mal das. Wir brauchen jetzt noch den zweiten Flughafen. Und den... Warte mal, Gott, wird aber passieren, muss jetzt erst bei dem laufen. Den zweiten Flughafen... Wir haben jetzt ein Passagierproblem. Einerseits... Oh ne, nicht mehr. Hat sich jetzt wieder gelöst. Hier, Circle Line. 454 Leute. Machen wir noch einen Zug dafür. Zweiter Flughafen kommt hier hin. Und da würde ich gern vielleicht die Anbindung mit einer Tram machen. Jetzt ist die Frage, was die... Ach du Scheiße, es ist teuer hier. Hui. Was ist nur wegen dem Gelände jetzt? 25 Millionen. Du bist teuer. Wie schauen wir denn hier aus? Naja, weil es hier ein bisschen abschüssig ist. 25 Millionen. Kann ich noch so viel Kredit? Na, okay. Gehen wir gerade mal nach oben. Nice. Flughafen. Immer unschlüssig. Machen wir mal so. Wenn wir hier das Gelände noch ein bisschen anpassen, wird das hier perfekt sein. Das sieht nur cool aus hier. Sollte man vielleicht die Bäume hier wegmachen. Und jetzt auch hier das gleiche wieder mit der Straße. Gehen wir gerade mal mit 4. Ah, warte mal, das ist ja die große Landstraße. Oh, Spiel. Einmal schön gerade. Ist das okay? Ja, das sieht gut aus. Nice. Und dann ist die Frage. Fahren wir hier so rein? Ich glaube, das könnte noch schön aussehen. Schräge Kurve. Okay. So, Depot. Da glaube ich, nehme ich jetzt gerade mal das Underground Parking hier. Ist jetzt gerade hier drin. Und Haltestellen technisch. Irgendetwas, was wir noch nicht haben. Ein Drive-Thru, Tram-Museum. Campingplatz macht keinen Sinn. Oh, das sieht cool aus. Der Straßenanschluss. Wie sieht das dann aus? Ne. Eigentlich. Ich probiere mal was. Ich mache das hier mal wieder weg. Das machen. Dann müssen wir hier ein bisschen weiter näher dran. Und ich habe kein Geld mehr. Das ist gleich behoben. Du kommst jetzt hier nochmal weg. Und dann bauen wir jetzt dich hier mal hin. Ist ein bisschen schade, dass du so früh da schon den Schwenk machst. Okay. Das ist ein schräger Boden hier mit den Platten. Schade, dass man das nicht tauschen kann, aber dann haben wir jetzt also hier die Haltebuchten. Warte mal, wenn die da so reinfahren, dann fahren die da so hin und dann wieder raus, oder? Glaube ich mal. Okay, und jetzt hier mit der Straße, mit... Jetzt geht die gleichen weiter. Und dann machen wir hier trotzdem das Depot hin. Was ist denn das? Nee, das passt ja nicht. Das da. Nice.
und den Anschluss hier. Und dann machen wir das also nicht vierspurig, sondern zweispurig. Okay. Und einmal anpassen hier. Dann sieht das hier alles gleich aus. Und dann können wir das mit Gelände hier nur anpassen. Södle. Nice. Und auch hier nochmal. Das passt jetzt. Das passt hier auch. Der Übergang ist ganz okay. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, das passt. Dann haben wir ja Abstand zum Flughafen. Und dann brauchen wir auch hier noch den Transfer. Ebenfalls mit dem Bus. Einmal von hier. Macht vielleicht gerade Sinn, dass er hier zu der Hauptstation rauf fährt. Aber nicht so. Wäre es, wenn du mal da irgendwo auf die Seite reinfährst? Wieder da so rein und da wieder raus. Na, das ist irgendwie doof. Gehen wir mit 5. Er fährt eigentlich immer so raus. Okay. So, tada. Dann haben wir hier Oberwiesen. Flughafentransfer. Nice. Und das haben wir hier auch gerade mal. Oberwiesenthal. Flughafen. Busbahnhof. Du hast hoffentlich Flughafen. Ja, perfekt. Ja. Die Fluglinie. Einmal hier. Und der Dreh. Wo ist Lion City? Da. Sieht okay aus. Müssen wir dann mal mitfliegen. Beziehungsweise schauen wir jetzt mal, was so ein Flieger kostet. Bestimmt nicht billig. Passagier. Groß. Typ. Machen wir hier nochmal. Kapazität. Boeing 757-200 mit 50 Leuten. Oder 51. Was ist jetzt Güter? 50. Ich glaube, ich möchte noch gar nicht so modern gehen. Wir könnten mal mit der De Havilland Comet 4B gehen. Mit der gab es leider einige Unfälle in echt. Aber die wird mich reizen. Passen 21 Leute rein. Ansonsten British Aerospace. Das wäre britisch. Eine Lockheed Super Constellation. Oh, das ist so ein schönes Flugzeug. Ich glaube, wir werden mal die Lockheed Super Constellation als Erstflug hier nehmen. Nachdem ich mir 4 Millionen geholt habe. Bitte noch mehr Geld. Danke, 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 danke. Perfekt. Lockheed Super Constellation. Oh, komm jetzt. Autosave. Nice. Linie 1. Ja, bitte nicht Linie 1. Du bist irgendwie... Es ist zwar falsch mit LX, aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. 149. Einfach mal so. Ich glaube, LX ist... War Alex die Lufthansa? Oder ist es die Swiss? Bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden, glaube ich. Oh, da ist sie ja, die Super Constellation. Nice. Sehr schön. In der Schweiz gibt es noch ein Modell, das rumfliegt. Okay, können wir eigentlich dort den Spaß mit den Terminals machen? Ja, sieht so aus. Sehr gut. Das werden wir dann auch hier machen. So, keiner da, der mitfliegt, außer wir selber. Moment, muss mal ganz kurz räuspern. Schon bin ich wieder da. Ja, dann fliegen wir da mal mit. Ja, wenn man hier nah dran ist, dann sieht es mit der Textur nicht mehr so geil aus. Nice. Unser erster Flug, wir heben ab.
Aber wir müssen da die Bäume noch entfernen. So, Traffic haben wir keinen. Nice. Oh, das Abheben möchte ich mal kurz so angeben. Sehr schöner Sound. Boah, das ist aber steil da. Okay, gehen wir ins Flugzeug. Und dann machen wir so einen kleinen Rundflug. Hier wieder unsere Strecke. Also könnte man noch so ein paar Cinematic-Shots machen, ne? Ah, sieht schon cool aus. Man könnte jetzt meinen, da hinten hat es ein Gewitter. Aber das ist nur die Sichtweite. Die habe ich mal ein bisschen runterdreht. Es wäre eigentlich auch noch so eine coole Idee. So ein bisschen Wetter hier drin. Mit Regen und wirklich Nebel und so. Bei Mitfahrten wird das noch cool aussehen. Ich meine, es gibt ja schon mal den Nachtmodus, aber da ist ja da nur permanent Nacht. Das wäre irgendwie doof, wie das Dauer ist. Aber stimmt, mit dem Nachtmodus, das könnten wir eigentlich mal machen. Einfach nur zum Schauen, wie unsere Strecke bei Nacht aussieht. Vielleicht sogar in der nächsten Episode. Da ist Lion City. Warum fliegst du eigentlich da so drüber? Mir ist ja nicht so ganz klar, wie er da jetzt gerade fliegen will. Bitte bleib innerhalb der Karte und flieg nicht raus. Das tut sie nämlich manchmal gern. Ach, du fliegst wieder retour? Warum machst du das? Okay, das verstehe ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier die Landung noch an. Und machen wir ganz kurz einen Cut. Und dann machen wir den eigentlichen Flug. Nice. Ja, gibt noch mal raus. Sieht man eigentlich da die Flaps, wenn er die raustut? Nee. Ich glaube, das ist nicht animiert. Nee. Und nun da geht's. Oh, nicht ruckeln jetzt. Komm runter. Und da werden wir unten. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich mal kurz einen Schnitt und dann werden wir mal ganz kurz den Mitflug unkommentiert machen. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder. Ich habe mir doch entschieden, dass ich es kommentiert mache. Und der Flieger ist jetzt bereit. Wir setzen uns hier wieder rein. Und ab geht's. Hoffentlich diesmal wirklich nach Oberwiesenthal. Und ich werde demnächst noch ein paar mehr Mods entfernen, die ich gar nicht nutze. Da freut sich die Spieleperformance. Ist auch jetzt schon viel besser. Also, ich glaube, also 50, 60 Mods schon entfernt. Vor allem so DB-Sachen, die wir ja gar nicht verwenden. Vielleicht auf der nächsten Season. Wenn wir vielleicht offen für alle machen oder irgendwie Deutschland-Sachen. Mal gucken. So eine richtig schöne Schnellfahrstrecke wird mich ja mal reizen. Moin! Kann ich mich so ein bisschen rumbewegen? Ja. Oh, nice. Ja, ich glaube, das wird das Thumbnail.
Voll schräg. Kann ich mal wieder was vor das Flugzeug hin, bitte? Sonst macht die Kamera so komische Schwenke. So. Ja, die geht irgendwie immer so ein bisschen nach links und rechts nach unten. So, sind wir jetzt auf der Reiseflughöhe langsam. Ja, und jetzt glaube ich, geht er wirklich straight nach unten. Könnten wir da mit den Flugzeugen ein bisschen mischen, was wir so einsetzen. Ah, schade, kann man nicht zoomen. Ah, ist unser Holzzug. Das könnte der Intercity sein, der da gerade vor uns ist. Du, jetzt ist aber langsam mal gut mit der Höhe hier. Ich will noch was sehen. Ah, jetzt Reiseflughöhe. Ah, unsere Benzinlinie. Cool. Sehr nice. Oh, das ist so eine Helikopterfunktion, dass man das auch rumfliegen könnte. Oh, Autosave! Na! Das ist übrigens ein guter Zeitstempel für Let's Play. Wenn das also alle 10 Minuten kommt, kann man sich dann ausrechnen. Wenn man sich merkt, wie oft schon Auto gesaved hat. Oh, jetzt werden auch die Motoren leiser. Sehr gut. Unsere Intercity-Strecke. In der Stadt da vorne, da ist so viel los, personentechnisch. Wenn wir uns auch noch was überlegen. Vielleicht machen wir da so eine Mini-Metro. Oh, oder eine Hochbahn. Aber für Hochbahn ist es fast zu klein, hä? Müssen wir mal gucken, wie man das... Ich habe noch nie eine Hochbahn gebaut hier in Transport FIFA. Aber es wäre natürlich noch ein Hingucker. So à la Hamburg-Style. So unser Abzweig. Unser Rondell hier. Ich könnte gerne eine Verbindung von da links nach da rechts irgendwie reinmachen. Theoretisch. Und geht schon wieder runter. Liegt ja vermutlich das Strake gerade nach unten und macht die Kurve und dann die Landung. Ja, sehen wir Third Rail Service irgendwo? Keiner da. Komisch. Die gerade alle im Bahnhof. Okay. Schade. Ah, da hinten ist gerade einer reingefahren. So, da schaue ich mir jetzt mal die Landung von außen an. Allein schon gerade wegen der Bodentextur. Ob wir da nicht irgendwie eine Berührung haben mit dem Baum oder so. Ach, die Flaps tut er doch raus. Cool. Ja, nice. Und? Streifen wir oder streifen wir nicht? Oh, da haben wir ja noch gut Luft. Aber wir sollten sie trotzdem wegtun. Nice. Okay. Haben wir da? Da sind noch gar keine Leute hier. Moment mal. Habe ich da überhaupt Fahrzeuge hingeschickt? Das wäre jetzt natürlich sehr schlau von mir gewesen. Da hat es keine Fahrzeuge. Das ist natürlich sehr schlau. Wir machen da die gleichen. Einmal so 3, 4, 5 vielleicht. Schicken wir auch nicht mal da rein. Und hier könnte man... Also das muss ich wieder hier machen. Moment. Flughafen. Alt. Wo ist denn da? Busbahnhof. Können wir eigentlich hier mal alles nutzen. Oh, interessant, wie der da reinfahren. Das will ich mir jetzt mal ganz kurz geben.
Ah, er fährt auch gerade rein. Na, wo fährst du hin? Fahren jetzt gerade alle wieder durch? Nee, der fährt jetzt mal rein. Ich habe das Gefühl, dass die Fahrzeuge wie zurückgesetzt werden, wenn ich das mit den Terminals mache. Und? Aber warum bleibt denn jetzt keiner stehen? Ach, da bleibt jetzt einer stehen. An der Kante. Alles klar. Wir könnten eigentlich da... Jetzt muss ich mal schauen, ob es das hier so... Das ist ein Gebäude. Acid. Die Anzeigen reinklatschen. Wann hier was ankommt. Das wird ja hier eigentlich noch ganz gut passen. Jetzt muss ich halt nur noch... Warte mal, vielleicht finde ich sie über die Suche. Sein. Ah ja, da. Was sind das da? Signalnummern. Okay, ich dachte an. Ich dachte eigentlich Arrival Signal Terminal. Snappt das hier? Nee, ne. An die. Warte mal. Arrival. Calling at Dynamic. Platform. Pole. Okay, sehr gut. Dann müssen wir das jetzt noch irgendwie hier an den Boden ranmachen. Wo macht denn das jetzt Sinn, dass das jetzt steht? Wie vielleicht gerade. Hier so. Und auf der anderen Seite. Ja, das wollte ich jetzt nicht gut eigentlich drehen. Das ist ja leider nur auf einer Seite. Man könnte sich eigentlich nur sagen, man baut hier noch eins rein. Flughafen. Ah, du machst Flughafen. Okay. Was zeigst du da jetzt an? Leise die Flughafen. Plattform 1. Cool. Und hier? Funktionierst du? Oberwiesenthal. Plattform 6 in 8 Minuten. Eigentlich eine echt coole Mod, muss ich schon sagen. Hat sich eigentlich hier das angepasst? Oberwiesenthal, Flughafen, Busbahnhof. Cool. Ja, wir haben ja 32 Millionen, da können wir eigentlich gerade meinen zweiten Flieger hin. Und ich würde sagen, Comet wäre noch geil, die British Aerospace. Also das ist jetzt Güter. Super Constellation Hammer, dann machen wir die Comet 4B. Und schauen uns die nochmal an. Oh, sehr schöner Flieger. Also die Triebwerke sind ja mal so geil integriert. Okay, dann haben wir hier zwei Veteranen unterwegs. Und dann passt das erstmal mit der Linie. Bin mal gespannt, wie sehr das jetzt dann genutzt wird. Gehen wir mal zurück nach Lion City. Haben wir da schon ein paar? Ja, immerhin 11. Alles klar. Da könnte man das mit der Tafel auch noch machen. Dann wäre es irgendwie gleich. Hat es sich noch gemerkt? Dann gehen wir hier einmal runter. Ne? Warum zeigst du dich an? Okay. Der findet irgendwie den Flughafen nicht. Gut, dann tun wir es wieder weg. Nein, nicht Abriss. Ich bin nur das da. Jetzt, gib her. So, komm. Halt, das Ding da.
Okay. Cool. Das war's jetzt erstmal mit der Episode. Ich überlege mir das mit dem Nachtmodus und mit der Hochbahn. Mit der Hochbahn muss ich mal schauen, entsprechend für Mods, für Viadukte. Ich glaube, bei Vienna FIFA hat es da was dabei. Ich gucke mir das mal an. Also, das ist bei der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder ein Like, vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server. Link ist in der Videobeschreibung. Tschüss!